So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht, bei eurem Theo da und Betsy Maus, ja. Wir bedienen gleich die Fernbedienung und holen unseren Panzer hier rein und dann wird richtig aufgeräumt, Freunde der Nacht. Wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt auf jeden Fall jetzt dabei, abonniert den Channel, damit ihr keine Folge verpasst, aktiviert die Glocke und zieht euch auch mal noch andere Videos rein, wenn wir hier fertig sind. Ja, jetzt noch nicht, danach, ja, könnt ihr Witcher, da sind ganz lustige Sachen, Spider-Man kommt demnächst. So. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, war das jetzt? Sir, den machen wir kalt. Ich muss das Auto. Batmobil Fernsteuerung. Hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Der 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Weil ich satt. Ach, das ist hier. Ah, okay. Da kann ich wahrscheinlich meine Winde dran anschließen. Und die Straße hier so ein bisschen hochziehen. So. Jetzt haben wir eine schöne Sprungschanze. Jetzt müssen wir wieder gerade zurückfahren. Nicht, dass wir wieder daneben springen. So. Und? Gas geben. Ach, jetzt kommt er direkt angesprungen. Wie geil ist das denn bitte? Die Drohnen haben Feindkontakt. Drüben in der Ladebucht. Ich sehe es. Boom. Boom. Boom! Boom! Daneben, scheiße! Boom! Oh, 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 der war ungeschickt gesetzt, ey. So, nimm diesen Panzer. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Auf jeden Fall, mein Freund. Auf jeden Fall höre ich zu. Ich höre zu. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. What? Okay, hier ist irgendwie... Da geht die Straße weiter. Ich weiß aber nicht, weil ich da bedienen muss vor der Nacht. Muss wahrscheinlich irgendwie einen Knopfback finden. Aber wahrscheinlich muss ich aussteigen dafür, oder? Kann das sein? Ich guck mal. Ich glaube, ich vermute, wir müssen aussteigen. Total uncool gerade. Aber manchmal muss das halt sein, ne? Ich verschwinde hier im Bild, ne? Wenn ich so runtergehe, sehe ich gerade. So. Ach du Scheiße, nee. Was machen die denn da? Die warten auf mich quasi. Die stehen da cool rum und warten. Gleittritt. Ups. Oh, da hätte ich vielleicht kontern sollen. Boom! Alter, Samurai, ey. Was machen die denn hier? Hört ihr die Ninja Turtles oder was? Alter Vater, ey. Geht denn hier? So. Könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ich würde mir echt gerne anlehnen. Ich weiß nur nicht, ob ihr mich dann immer noch gut hört. Ich glaube schon, oder? Wenn ich schreie. Ah! Was ist los? Was ist jetzt los? Hä? Okay. Ah, okay. Gut, und jetzt? Kransteuerung verlassen. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich nutzen kann.
Okay, Kran benutzen. Auto rüber. Auto rüberfahren. What? Okay, warum? Warum geht der nicht? Warum geht der nicht? Muss der so? Muss das so? Das muss, glaube ich, so. Okay, wir versuchen es mal. Ach, jetzt fährt er damit. Okay. Gut gelandet, würde ich sagen. Gut gelandet, Knut. Im Kampfmodus kannst du mit den Schubdüsen feindlichem Beschuss ausweichen. Ah, okay. Okay, gut. Gut zu wissen. Boah, erstmal die Fetten, würde ich sagen. Alter. Das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Und jetzt? Oh Gott, er hat die Panzer zerstört. Ja, hat er. Hey, keine Sorge, wir haben noch mehr. Ja, aber nicht hier. Nicht im Moment. Was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst. Lass ihn kommen. Der glaubt, er ist der Größte. Stimmt nicht. Der Zelt läuft ab. Und was machen wir jetzt? Wir warten. Auf was? Auf Befehle. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Er schaltet uns der Räder raus, genau wie die anderen. Okay, was soll ich denn machen jetzt gerade? Mann, ich hoffe, wir erleben noch Phase 2. Ich hab keinen Schiss vor der Fledermaus. Panzer hin oder her. Ich sag dir, der wird herkommen. Niemand hat gesagt, dass Batman einen Panzer hat. Ich dachte, wir haben jede Möglichkeit erhoben. Warum hat das im Briefing nicht gesagt? Hat jemand gesehen? Wo ist er? Er wird kommen. Halt einfach die Augen offen. Wofür war das jetzt wichtig? Da muss doch irgendwas... Ach, guck mal da. Nee, da ist keine Leiter. Da oben muss ich hoch, oder was? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss hier gerade. Ah! Okay. Okay. Wir müssen die ausschalten. Am besten alle drei zusammen. Okay, da war ja mal nett. Aber wozu war das jetzt gut? Frage ich mich. Ach da, guck mal. Das sieht doch aus. Benutze was? Das Explosivgel, um strukturelle Schwachstellen zu zerstören. Explosivgel. L2 halten, Explosivgel vorbereiten. Okay. L3 zünden. Okay. Boah, kann ich mir noch nie merken, ey. Was hat er denn hier hinter der Wand? Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ach so. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Und? Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten.
kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Okay. Du solltest also nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber, aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Eieieiei. Kaputt? Wo er denn? Der macht mal eben kurzen, ey. Was jetzt? Ach so. Wahrscheinlich hier. So. Hä? Nee, das ist es noch nicht. Verstehe ich noch nicht. Wie komme ich denn hier raus? Da L1, okay. Hier ist doch noch irgendwas. Hier ist doch noch Schlotze. Die müssen wir doch noch erstmal. Boom. Hier, guck, da ist so ein Ding. Da kann ich mit dem Bettmobil dran. So. So. Oh, dran. Winde und zieh. Und nu? Nu habe ich das Ding kaputt gemacht. Aber was haben wir davon jetzt? Hä? Oder will der die Verbreitung irgendwie vermeiden? Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Das machen wir doch immer, oder? Ja, machen wir immer. Herunterklettern, R2 Kreis. Hä? Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Okay. Kann das nicht hier? Geht das nicht irgendwie? Warte mal. Da muss ich doch irgendwie, muss ich doch jetzt hier die Tür aufmachen wahrscheinlich. Denke ich mal. Ach da. Da vielleicht. Ist da vielleicht ein Stromkasten, wo man die Tür mit aufkriegt? Jo, das sieht gut aus. Okay, jetzt nochmal Bettmobil. An alle Bodeneinheiten, Founders Island ist unter Kontrolle. Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Nee, das war... Nein, das war scheiße. Oh, kacke, ey. Wie kriege ich denn die Wand da auf? Hm. Warte mal. Muss doch irgendwo... Müssen wir die Kabel lang gehen von dem Aufzug. Keine Ahnung gerade. Hier gerade geht. Hier kann ich nichts machen. Ich würde sagen, ich muss irgendwie... Ah! Guck an. So geht's auch. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Und jetzt? Da rein, oder was? Okay. Wie geil, ey.
und runterlassen. Und raus. Ach so schleiche ich übrigens. Nein, bitte! Erstmal umgucken hier. Nimm deine Finger von mir! Sonst was! Muss ich dir erst nochmal. Eieieiei. So, Freunde der Nacht. Wir gehen an der Stelle raus. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge auf jeden Fall weitergeht, dann schaltet wieder ein, abonniert den Channel, lasst ein Like da und dann guckt mal weiter. Ja, und wie gesagt, wenn Spider-Man kommt, geht das los. Kann sein, dass das jetzt schon raus ist, wenn ihr das seht. Ich weiß es nicht genau. Ja, bis dahin alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.